Hallo und willkommen bei einem neuen Video von TestGuide. Heute geht es um einen einfachen Trick, wie man solche gelben Verfärbungen an der Klobrille wegbekommt. Leider bekommt man diese Verfärbungen durch Urin mit einfachem Putzen nicht mehr weg. Zum Glück gibt es ein einfaches Hausmittel, um diese Verfärbungen zu entfernen. Bevor wir anfangen, ich veröffentliche auf diesem Kanal regelmäßig Videos mit Haushaltstricks und Tipps. Klicke deshalb auf diesen Subscribe-Button und die Benachrichtigungsglocke, damit du weißt, wenn ein neues hilfreiches Video auf dich wartet. Mit der Zeit entstehen gelb verfärbte Bereiche an der Toilettenbrille. Das passiert auch, wenn man die Klobrille regelmäßig reinigt. Das kommt vom Urin und setzt sich hartnäckig im Material fest. Leider bekommt man das auch mit normalen Reinigern nicht mehr wirklich weg und deshalb wird das nicht wirklich sauber. Wenn ihr meine Videos auf diesem Kanal regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, dass ich gerne mit Essig und Backpulver reinige. In diesem Fall ist aber das Problem, dass Essig und Backpulver hier nicht wirklich haften würden und man zuerst den Klodeckel abbauen müsste. Das muss aber nicht sein, denn es gibt hierfür ein einfaches, anderes Reinigungsmittel. Und das ist ein einfaches Backofenspray. Der Vorteil: Es haftet gut auf dem Klodeckel und hilft sehr gut gegen Verfärbungen von Urin und Urinstein. Du brauchst dafür einen Backofenspray und einen Haushaltsschwamm. Die Anwendung ist dabei ganz einfach. Zuerst das Backofenspray kurz schütteln und dann auf die Klobrille großzügig aufsprühen. Dann lässt man das Spray ca. 15 Minuten einwirken. Nach den 15 Minuten Einwirkzeit sieht man, dass der Reinigungsschaum den Urin schon sichtbar gelöst und aufgenommen hat. Dann entfernen wir den Schaum und die gelösten Urinverfärbungen mit dem kleinen Schwamm. Noch ein wenig schrubben, um die gelben Verfärbungen restlos zu lösen. Wie man sieht, ist der Klodeckel jetzt wieder deutlich sauberer und die Reinigung war doch ganz einfach, oder? Zum Schluss noch ein kleiner Trick, wie du in Zukunft diese Verfärbungen vermeiden kannst. Nehme dafür ein Haushaltstuch und gebe hier etwas Öl drauf. Trag das dann dünn auf die Klobrille unten auf. Das funktioniert wie eine Beschichtung gegen Urinspritzer und anderen Schmutz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Mit einem Klick auf die kleine Glocke werdet ihr übrigens immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis dann, euer Alex.